ganz klein der Schriftzug Commerzbank Arena. Der Stadionbeauftragte musste, Betreiber musste mit ganz vielen schwarzen Aufklebern rum und musste das alles wieder kleben. Man hat dieses Stadion neutralisiert, dann waren hier 3 Wochen lang FIFA Frauen-WM. Japanerinnen wurden Weltmeister, sind mit dem Weltmeisterpokal abgezogen. Dann kam die Kräne wieder, die Buchstaben wurden wieder hochgezogen, die Aufkleber abgemacht und die Einlegung benannt. Und als wir hier gegen St. Pauli in die Zweitligasaison gestartet sind, war es wieder die Commerzbank Arena. Das Ganze hört sich sehr kompliziert an. So